Herzlich willkommen zu einem Part von Heyday Derby Rückblick. Wir blicken auf das vergangene Derby zurück. Das nächste Derby wird Blütenderby sein. Da bin ich schon mal mega nervös, weil das wird immer, es ist eigentlich immer Chaos, aber ich hoffe mal, es klappt diesmal. Und ja, blicken wir aufs Derby zurück. Ja, das vergangene Derby. Wir gucken uns erstmal die Einzelergebnisse an hier. Big Peak 2:19, New Mega Farm 2:40 und ich muss vorher sagen, es sind 5 Leute wieder gekickt worden in der zweiten, das war, ja, weiß nicht. Also manchmal, ich weiß nicht genau warum, aber neue Leute kommen rein und machen einfach 0 Punkte, ich verstehe das einfach nicht, warum die so assi sind, also sowas geht einfach gar nicht, keine Ahnung warum, weiß ich nicht. Ja, Anna auch 2:40, Mo, Yes 2:65, Caroline 2:88, dann Rosa Panther auch 2:88 mit 10 Aufgaben. Martin und Teddy 3-2. Max Punkte mit 10 Aufgaben. Sehr schön. Also wenn das alleine wäre, wäre es gut, aber da leider 5 Leute das Derby nicht geschafft haben, resultiert halt der 7. Platz daraus, was halt ein bisschen schade ist, aber naja, wenn man das bedenkt, auch 5 Leute, dass die das nicht gepackt haben, muss man froh sein, den Klassenerhalt zu halten. Das ist echt, weiß nicht. Im Moment ist halt, ich weiß nicht, im Moment ist echt schlimm. Ist, glaube ich, Sommerloch oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Oh Mann. Den ersten hat einer das Derby nicht geschafft. Gucken wir uns gleich an. Spende sieht okay aus, auf jeden Fall. Nichts Wildes. Maggie hat auch nur, ach, weiß nicht. Maggie hat irgendwie nur Kacke im Moment. Keine Ahnung. Zumindest ein neues Tal. Oh, ich habe noch das alte zu irgendwie hin. Okay. Okay, gehen wir zur ersten. Katrin, einmal zur ersten umschalten, bitte. Dankeschön. So, wir sind jetzt bei der ersten hier. Ich muss erstmal Tom abschicken hier, den alten Hans Meier. Ja, nochmal Nachos hier. Genau. Welcher Platz? Ich weiß gar nicht. Vierter, okay. Ja, wie gesagt, auch hier. Einer hat das Derby nicht gepackt. Und dann hat Jan hier auch noch Probleme, der das Derby nicht ganz abgeschlossen hat. Das ist halt dann immer ein bisschen schade. Brummelmarmeladen nehme ich jetzt mal nicht, weil die brauche ich gar nicht so. Diesmal darf mir nicht so ein Fail passieren wie letztes Mal. Muss ich aufpassen. Also wir machen mal einfach so, ich misch nochmal. Boah, was ist das denn für eine Deko? Oh, das ist eine neue. Boah, die nehmen wir. Die hat Greg nämlich da stehen. Wir mischen nochmal. Das nochmal Klopapier, nehmen wir Bretter. Klebeband, Sägen. Und Nägel. Machen wir so. Nägel brauche ich eh, um mein Silo zu erweitern. 2,952, boah. Puh. Obwohl es eigentlich relativ hoch ist, wie gesagt, zur letzten Woche. Nächste Woche ist Blütenderby, wie gesagt. Da müsste eigentlich richtig viel drin sein, aber. Naja. Ist halt. Kritike. Schöne Einladung hier. So, wie gesagt, Jenny hatte Probleme. 2:40. Madeline 2:65, dann Maggie, Elida, Madeline, Phil, Giri und Marika. 9x320 Aufgaben. Dann Bartosz 3:54 und Niki B, Timmy, Antilope, Tanja, ich, Greenboy, Jonas, Linus, Vanessa, Yannick, Kinga, Sanjo und Peter. 10x320. Ey, das ist heftig. Das ist echt heftig. Und dann nur Vierter. Das ist echt. Das ist schon echt heftig. Also da muss ich. Oh, meine Scheune ist voll. Ah, ich hasse die Scheune. Ich hasse sie einfach. Ja. Grausam, grausam. Spende ist es okay. Ich habe nur ein bisschen bei Bartosz gewundert, weil er so viel erbeten hat, aber. Weiß ich, ich will auch gar kein anderes Design. Wenn man einmal zufrieden ist mit seinem Design, dann will man irgendwie auch kein anderes, oder? Oder geht mir das alleine so? Geht euch das auch so? Ich finde zumindest nie was Besseres, also irgendwie komisch. Ja, das war der Rückblick. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen. Abo, würde mich freuen. Heute Abend Stream, 19 Uhr, seid auf jeden Fall dabei. Würde mich sehr freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Oder heute Abend im Stream. Haut rein und ciao.